The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Werkzeuge, junge Leute. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Gott ruft junge Menschen, die in ihrer jugendlichen Kraft und Energie an seiner Selbstverleugnung, seiner Opferbereitschaft und seinen Leiden teilzuhaben. Wenn sie die Berufung annehmen, wird er sie zu seinen Werkzeugen machen, um Seelen zu retten, für die er starb. Aber er möchte, dass sie vorher die Kosten überschlagen und diese Aufgabe mit einer genauen Kenntnis der Bedingungen in Angriff nehmen, aufgrund derer sie einem gekreuzigten Erlöser dienen. Als erstes sollten wir unser Herzen mit Gott in Übereinstimmung bringen. Dann erst sind wir vorbereitet, für andere zu arbeiten. In früheren Zeiten haben unsere ernsten Arbeiter ihr Herz gründlich erforscht. Sie berieten sich miteinander und vereinten sich in demütigem, inbrünstigem Gebet um göttliche Leitung. Die Wiederkunft Christi ist heute näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Jeder Tag, der vergeht, ist einer weniger, um der Welt die Warnungsbotschaft zu verkündigen. Ach, gäbe es heute doch ernstere Fürbitte, größere Demut, größere Reinheit und größeren Glauben. Wir haben für den Meister eine großartige Aufgabe zu erfüllen, denen, die durch den Irrtum in der Finsternis sind, das Wort Gottes zu öffnen. Ihr lieben jungen Freunde, handelt so, als hättet ihr eine heilige Pflicht zu erfüllen. Ihr solltet in der Bibel studieren und stets bereit sein, jedermann die Hoffnung zu begründen, die ihr habt. Durch eure echt christliche Würde könnt ihr beweisen, dass ihr euch durchaus bewusst seid, eine Wahrheit zu haben, die zu hören für andere von Vorteil ist. Wenn diese Wahrheit in eure Seele eingewoben ist, dann wird sich das im Gesicht und im Auftreten zeigen, durch ein ruhiges, edles Gefasstsein und einen Frieden, den nur ein Christ haben kann. Alle, die wirklich demütig sind und deren Gemüt durch die Wahrheiten geweitet ist, die im Evangelium dargeboten werden, üben einen spürbaren Einfluss aus. Sie werden das Denken und die Herzen stark beeindrucken. Ich habe keinen größeren Wunsch, als unsere jungen Leute mit dem Geist echter Frömmigkeit erfüllt zu sehen, der sie dazu führen wird, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. Geht voran, ihr jungen Nachfolger Christi. Lasst euch von Grundsätzen leiten und tragt das Kleid der Reinheit und Gerechtigkeit. Euer Heiland wird euch in eine Stellung bringen, die für eure Fähigkeiten am besten passt und an der ihr am nützlichsten sein könnt. Ihr dürft euch gewiss sein, dass ihr auf dem Weg der Pflichterfüllung garantiert für jeden Tag genügend Gnade erhaltet. The Lord is coming. Are you ready?